seit 1,5 Jahren ist einfach der Yeezy Basketball. Das ist so ein nicer Schuh, Freunde. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, unfassbar, war aber nur noch 3 Wochen und dann ist es endlich soweit. Ich rufe dich an. Und dann haben wir eine ganz tolle Zeit miteinander. Nice, Digga. Der Job meiner Modemarke MAM. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals eine Modemarke gegeben hat, die so lange erwartet wurde. Aber gut Ding braucht Weile. Und aus Qualitätsgründen hat sich das immer wieder verschoben. Aber jetzt bin ich zufrieden. Produktion passt nur noch 2 Wochen. Dann ist das Ganze in Österreich. Und in 3 Wochen startet dann endlich der Verkauf. Geplant ist 5. Dezember, liebe Freunde, am Krampus. Ja, ich dachte, das passt thematisch gut. Liebe Freunde, ich will aber heute gar nicht mehr länger über meine Modemarke quatschen, denn wir haben heute ein ganz besonderes Video. Im letzten Video 10 Dinge, ohne die ich nicht leben könnte. Das ist ja bei euch ganz gut angekommen und ein Kommentar, der auch oft geliked wurde, war: Mach ein Video über deine 10 Grails. Ich habe mir gedacht, ich mache heute ein Video über meine 10 Sneaker Grails. Wir werden alle der Reihe nach durchgehen, in der Priorität nach oben gehen. Das heißt, Platz 10 hätte ich am wenigsten gern, aber immer noch sehr. Platz 1 ist natürlich mein absoluter Favorit, mein Grail. Ja, mein Grail im Moment einfach. Vorab aber schon mal, das sind nur meine Sneaker-Grails. Also wenn ihr euch dieses Video, meine 10 Grails mit Kleidungsstücken wünscht, dann zeigt mir das auf jeden Fall einen Daumen. Bei genug Likes machen wir das auf alle Fälle noch. Freunde, starten wir direkt mit dem Platz Nummer 10 der Sneaker, die ich mir am meisten wünsche, meine 10 Grails. Platz 10 ist der Represent-Sneaker. Für mich ein richtig cleaner Sneaker, den du zu fast jedem Outfit dazu kombinieren kannst. Ich habe aber schon gehört, dass der nicht besonders bequem sein soll. Rein äußerlich gefällt der mir aber besonders gut, weil einfach dieses schwarze Leder mit diesem weißen Gummi, den Bändern dazu und diesen feinen roten Sticknuancen, das ist einfach klassisch, das passt zu einem guten Outfit dazu, muss nicht immer allzu extravagant sein und mit dem Sneaker ist man auf jeden Fall gut bedient und bei einem Preis von 250 Euro ist das absolut erschwinglich, wenn er nicht schon ausverkauft wäre. Also ich weiß nicht, ob es nicht nochmal einen Restock von diesen Schuhen gibt, aber aktuell ist er bei Represent ausverkauft. Es gibt ihn auch in keiner Größe mehr, also das ist leider schon mal die schlechte Nachricht. Mein Platz Nummer 10. Platz Nummer 9, liebe Leute, ist für mich eindeutig der Adidas Futurecraft 4D, designed by Daniel Arshan. Arshan? Ja, ich weiß, witziger Name. Das ist einfach ein Bomben-Sneaker. Also ich verstehe nicht, warum es Leute gibt. Ich habe bei diesen 10 Arten Ultra Boost Videos zu schnüren, wer es noch nicht gesehen hat, jetzt nochmal hier abchecken. Habe ich ja auch sehr viele Kommentare gelesen. Ultra Boost ist tot, Ultra Boost ist kacke. Verstehe ich absolut nicht. Ich ziehe auch meine Ultra Boost Triple White immer wieder sehr, sehr gerne an, weil sie nicht nur mega komfortabel sind, sondern auch, weil dieser Schuh für mich einfach das Endprodukt effizienten und eleganten Designs ist. Es schaut einfach so bombastisch aus, erinnert mich immer wieder an ein Rennauto und auch der Ultra Boost 4D hier mit diesem 4D-Material, das ja im 4D-Drucker hergestellt wird. Das verschafft dem Schuh natürlich ein einzigartiges Feeling, weil diese ganzen Linien und Vierecke oder wie auch immer man das nennen möchte, ich bin ja leider kein Profi, ineinander greifen und dadurch erhältst du einen einzigartigen Boost, finde ich wirklich nice, auch vom Design her. Dieser Colorway, der so leicht an Off-White erinnert, also für mich ein richtig genialer Schuh, hätte ich sehr, sehr gerne. Preislich natürlich relativ teuer, weil er absolut limitiert war bei 1500 Euro. Ich spreche bei den Preisen übrigens immer nur von meiner Größe, Größe Nummer 43. Also wirklich bombastischer Schuh, hätte ich sehr, sehr gerne. Platz Nummer 9. Platz Nummer 8, Freunde, wird vermutlich ein sehr umstrittener Platz. Es werden natürlich auch Schuhe dabei sein, die absolut nicht eurem Geschmack entsprechen. Und einer, bei dem ich mir sicher bin, dass er die Meinungen spaltet, ist der folgende Sneaker. Platz Nummer 8, der Louis Vuitton Archlight. Ich muss dazu sagen, das ist ein Frauenschuh. Tatsächlich ist das ein Frauenschuh und trotzdem ein Grail von mir. Auch Jaden Smith hat den immer wieder mal getragen. Ding ist halt, der hat anscheinend ja sehr, sehr kleine Füße, denn die gehen bei Frauengröße nur bis Größe 42. Das heißt, eins unter mir wird sich nicht ausgehen und ich habe keine Lust, für diesen Schuh 790 Euro auszugeben und dann passe ich da nicht mal anständig hinein. Es schaut natürlich relativ strange aus, die Sohle ist aber trotzdem durchgängig. Also es ist nicht so, dass du nach dreimal Tragen irgendwie Kängurufüße bekommst. Nein, schauen für mich einfach nice aus. Ich habe so ein Design noch nie irgendwo anders gesehen. Finde ich einfach flashy. Finde ich einfach cool und für mich auf jeden Fall ein High-Top-Sneaker, kann man schon fast sagen, der mir sehr, sehr gut gefällt und das ist bei High-Top-Sneakern immer wieder sehr schwierig. Bleiben wir beim Thema High-Top und kommen wir zum Platz Nummer 7. Für mich der schönste High-Top-Sneaker, den Nike jemals herausgebracht hat und das ist eindeutig der Off-White Blazer. Im schlichten Colorway weiß. Für mich ein richtig, richtig schöner Schuh. High-Top-Sneaker sind bei mir allgemein ein schwieriges Thema, weil ich teilweise finde, dass Jordans fast schon zu kindlich aussehen und mich teilweise auch an Clown-Schuhe
Schuhe erinnern. Das ist aber nur bei manchen so. Also ich verstehe absolut, wenn es Leute da draußen gibt, die den Schuh absolut feiern. Das ist ja einer der gehyptesten Schuhe überhaupt. Aber mir persönlich gefällt der Blazer einfach besser, weil er einfach meinen Geschmack trifft und weil er einfach immer nice aussieht. Keine Ahnung, Freunde. Gefällt mir einfach besser. Der ist natürlich vor ewiger Zeit rausgekommen. Ich glaube vor 2 Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig. Kommt mir zumindest wie 2 Jahre vor. Mittlerweile ist natürlich der Preis irrsinnig gestiegen. Der ist in meiner Größe, Größe 43, bei 1600 Euro. Und das ist schon ein Batzen Geld, um sich einen alten Schuh zu holen. Und weil wir bei alten Schuhen sind, kommen wir direkt zu einem weiteren alten Schuh und zu Platz Nummer 6 meiner Grail-Liste. Und das ist eindeutig der allererste Yeezy Pirate Black. Der ist einfach bombastisch. 2015 herausgekommen, 2016 gab es ihn dann nochmal in einer etwas anderen Form. Mir persönlich sagt die 2015er Form um einiges mehr zu. Hätte ich wirklich sehr, sehr gerne nochmal, weil er beim ersten Mal gestohlen wurde. Der war einfach wunderschön, elegant. Du hast ihn zu jedem Anlass tragen können. Du hast ihn zu jedem Outfit kombinieren können. Du hast einfach einen schönen gestickten Schuh gehabt, der einfach durch diese Moccasin-Art seinen ganz eigenen Flair hatte. Und da das Schwarz mit so leichten grauen Nuancen untermalt wurde, war das ein so schöner Schwarzton, den du eigentlich mit nichts vergleichen kannst. Also für mich immer noch ein wunderschöner Schuh, würde ich mir sehr gerne nochmal holen. Aktuell sind die Preise auch sehr stark gefallen. Mittlerweile bekommt man den Schuh in meiner Größe schon für 860 Euro oder so, also Wahnsinn. Auf jeden Fall eine Überlegung wert, mir den nochmal zu holen. Weil wir bei eleganten, schlichten Schuhen sind, kommen wir, naja, schlicht passt vielleicht nicht, aber wir kommen auf jeden Fall zu Platz Nummer 5 und das ist der Sakai Nike. Das ist der Nike in der Kooperation mit Sakai. Mega cooler Schuh, ich habe den ja auch schon im Bund. Sehr auffällig natürlich, passt nicht zu jedem Outfit dazu. Deswegen die Variation in schwarz-grau-weiß. Das Besondere an Sakai ist ja, dass du bei diesem Sneaker 2 Schuhe in einem hast. Das heißt, du hast 2 Swooshes, du hast 2 Fersen, du hast 2 Zungen, du hast 2 Laces drin. Finde ich ein cooles Design, schaut auf jeden Fall, sticht einem auf jeden Fall ins Auge und in diesem Schwarz-Weiß-Grau lässt sich der dann natürlich bombastisch zu einigen und vor allem mehreren Outfits kombinieren, als der Bunte das macht. Preis für den Sakai Nike in meiner Größe sind aktuell 530 Euro. Ja Leute, und schon sind wir bei Platz Nummer 3 und witzigerweise haben wir hier zum zweiten Mal Louis Vuitton am Start. Aktuell macht der Louis Vuitton richtig nice Sneaker, weil natürlich Virgil Abloh mit seinem Know-how von Nike hier wieder Schuhe kreiert, die dem natürlich sehr ähneln. Und dieser Sneaker ist meiner Meinung nach einfach nur gelungen. Wir haben hier natürlich wieder einen sehr cleanen Look, einen Schuh, der sich zu vielen Outfits kombinieren lässt, mit diesem grauen Leder dazu, diese weißen Nuancen, die weißen Laces und unten vielleicht noch so kleine Akzente mit dem Orangeton. Finde ich sehr, sehr cool. Was mir auch gut gefällt, ist, was natürlich bei anderen Schuhen bei Louis Vuitton auch schon gemacht wurde, dass wir hinten bei der Ferse nochmal das Louis Vuitton Monogramm erhaben, abgezeichnet haben in diesem Gummi drinnen, also finde ich richtig nice. Gibt es natürlich auch noch in anderen Colorways. Die 2, die mir am besten gefallen, ist zum einen dieser hier, aber natürlich auch dieser hier. Hier haben wir mehrere Farben, lässt sich auch noch clean kombinieren mit einigen Outfits in diesem grau-schwarz-weißen Ton. Und diesmal haben wir die roten Akzente auf der Sohle. Finde ich persönlich einen sehr nicen Schuh. Und man merkt hier auch, dass man wieder in diese Skate-Schiene von 2000 hineinfindet mit diesen Designs. Sehr, sehr mutig, aber gelingt natürlich mit diesem Schuh. Preis für den Louis Vuitton Trainer liegt bei 850 Euro in allen Größen. Ja Leute, so schnell geht's und wir sind schon bei den Top 3 angelangt. Und Platz Nummer 3 ist für mich eindeutig der Off-White Air Force in Schwarz. Einfach ein sehr, sehr nicer, cleaner Schuh. Wie euch auffällt, habe ich da einige Schuhe dabei, die von den Farben her nicht allzu extravagant sind, sondern sehr basic und schlicht, damit sie sich mit vielen Outfits kombinieren lassen. Ich feiere solche Schuhe einfach. Man muss aber dazu sagen, dass ich seinen Bruder im Colorway Volt um einiges mehr feiere, aber es ist natürlich kein Grail, wenn ich den Schuh schon habe. Der ist mega dreckig, also wie ihr seht, habe ich den schon sehr stark gerockt. Auch für mich natürlich einer meiner Lieblingssneaker. Drum muss ich mir einfach den gleichen Schuh nochmal in Schwarz holen. Da der Drop aber auch schon einiges zurückliegt, liegt der Schuh mittlerweile bei 1000. Was steht da? Mittlerweile das billigste Modell, was ich gesehen habe, auf StockX habe ich sehr viele Preise verglichen, 860 Euro. Aber auf jeden Fall eine Überlegung wert, weil er einfach cool ist und ebenfalls zu jedem Outfit dazu passt. So Leute, wir kommen zu Platz Nummer 2 und das war eine knappe Geschichte. Also Platz Nummer 1 und Platz Nummer 2 waren beinahe ex aequo. Ich habe mich aber dann zum Schluss doch noch für den Dior Hightop B23 Oblique oder so heißt dieses Modell entschieden. Es gibt natürlich mehrere Modelle von diesen Sneaker. Also es gibt den in Grau, es gibt den mit den ganzen Sorayama Prints oben. Mir gefällt der weiße aber am besten, weil du wieder mal ein schlichtes Outfit hast. Aber vor allem bei diesem Schuh, der ist natürlich auch wie die anderen relativ transparent, aber dadurch, dass er nur ein weißes Printing drauf hat,
wird, wenn du Socken darunter anziehst und die Socken durchleuchten, das feiere ich extrem bei Schuhen, weil du dann extra kombinieren kannst und deine Socken angepasst an das Outfit sich nochmal sichtbar durch den Sneaker wiederfinden. Deswegen fand ich ja auch, wo ist der jetzt, die Nike React Element 87 so cool, weil du einfach hier bunte Socken darunter anziehen kannst. Mich hat es halt immer gestört, dass du hier so rote Nuancen hast. Die hast du aber bei diesem Schuh nicht. Ein ganz schlichter, schwarz-weiß, halbdurchsichtiger Schuh. Bombenschuh, Preis natürlich sehr, sehr teuer, weil er schon überall ausverkauft ist. Kannst du dann Schnauzen halten. Auf StockX bei 1200 Euro, aber der ist einfach Wahnsinn. Also den überlege ich mir auf jeden Fall zu holen, der ist wirklich, wirklich mega, mega nice. So Leute, jetzt haben wir es geschafft, kommen wir zu Platz Nummer 1 und Platz Nummer 1 ist für mich natürlich der neue Upcoming Travis Scott Air Force. Mega cooler Schuh. Also beim ersten Mal anschauen habe ich mir gedacht, oh mein Gott, hat sich da wer über einen normalen Air Force übergeben. Also es ist absolute Geschmackssache. Beim ersten Mal, wie gesagt, fand ich ihn mega hässlich. Die meisten von euch finden ihn vielleicht auch nicht besonders cool. Aber je öfter man den sieht, desto nicer wird er einfach. Und so ist das bei vielen Schuhen, bei mir einfach immer wieder so. Der kommt jetzt am Samstag raus. Also ich hoffe, ich werde ihn bekommen. Vielleicht können wir am Sonntag dann schon ein Video mit dem neuen Schuh drehen. Würde mir auf alle Fälle taugen, wenn ich den bekomme. Aber sehr nicer Schuh. Der dritte im Bunde von Travis Scott und meiner Meinung nach eigentlich auch der schönste und natürlich auch der extravaganteste, muss man natürlich auch sagen. Also hier falle ich mit meinem Wunsch nach basic und cleanen Schuhen natürlich wieder heraus. Man muss hier natürlich dementsprechend auch das Outfit abstimmen. Aber 160 Euro übrigens wird der Preis sein. Im Resale wird er vermutlich gleich mal auf die 600, 650 in Größe 43 aufklettern. Bin sehr gespannt. Ich persönlich werde natürlich nicht resellen, sondern rocken. So wie sich das gehört und so wie das für Schuhe gedacht ist. Leute, wir sind eigentlich am Ende. Aber das sind meine 10 Grails. Die sind ja eigentlich alle schon heraus. Bis auf den letzten, der ist so gut wie heraus. Man kann ihn zumindest schon kaufen. Aber es gibt einen Sneaker, auf den warte ich seit, ungelogen, über 1,5 Jahren. Seit er das erste Mal im Sommer von Kanye West gespoilert wurde, warte ich einfach auf diesen Drop und er kommt einfach nicht. Mein größter Grail seit Ewigkeiten, seit 1,5 Jahren, ist einfach der Yeezy Basketball. Das ist so ein nicer Schuh, Freunde. Schaut euch den an. Ein High-Top-Schuh, der zum einen zwar aussieht wie ein Basketballschuh, aber wo oben so ein Neopren verwendet wird, was ich bei einem Schuh noch nie gesehen habe. Unten geht es dann weiter in diesem, ja, erinnert so etwas an den Yeezy Zebra oder den Yeezy Static, aber irgendwie neu auf eine neue Art und Weise, so schlangenmäßig, pythonmäßig. Dieser weiße, cleane Gummi, wie wir ihn natürlich auch beim Yeezy Zebra kennen. Und hinten dann nochmal zu einem Teil die Ferse eingeschnitten mit neuen Akzenten. Vorne gibt es dann nochmal so ein Rauleder. Also das ist einfach ein absolut gelungener Schuh in meinen Augen. Ich kann es kaum erwarten, bis der endlich rauskommt. Er reflektiert auch in der Nacht. Sieht natürlich auch Bombe aus. Der wird natürlich niemals bei der NBA zu finden sein, allein deswegen, weil er reflektiert. Und mit dem Neopren ist das, glaube ich, auch eine Schwierigkeit. Aber rein designtechnisch absolut gelungen. Also ich kann mich nicht erinnern, seit dem Yeezy 700, wann Kanye wieder mal so nice Schuhe rausgehauen hätte. Schreibt mir auf jeden Fall dazu, was eure Meinung ist. Und damit wären wir eigentlich schon am Ende, liebe Freunde. Schreibt mir jetzt nochmal in die Kommentare, welcher Sneaker euch von meinen 10 bis 11 Grails am besten gefällt. Schreibt mir aber auch gerne eure 10 Grails hinein. Würde mich sehr interessieren, was ihr euch am liebsten holen würdet. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns beim nächsten Video am Sonntag, vielleicht dann schon mit dem neuen Travis Scott Air Force. Vergesst nicht, meine Modemarke upcoming 5. Dezember pünktlich zu Krampus, hoffentlich. Das war's von mir, euer Sneakpeace.